herzlich willkommen bei einem neuen Astrologie-Video. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Ich bekomme in unserer Zeit irrsinnig viele Nachfragen über natürlich die Zukunft. Wie geht es weiter? Wie schaffe ich es aus dieser Krise, in der wir uns befinden? Wie sieht meine Zukunft aus? Wie sieht meine berufliche Zukunft aus? Und wie geht es allgemein weiter? Ich habe das auch gemerkt und dazu gleich mal herzlichen Dank bei meinem letzten Video, also bezüglich Weihnachten, dieses Black Christmas Video. Da habe ich irrsinnig viel positive Resonanz bekommen und ich möchte das heutige Video zum Anlass nehmen, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie astrologische Symbolik umsetzbar ist, ganz konkret ins Leben, und zwar aus einem sehr greifbaren Beispiel. Jede Krise wird unterschiedlich empfunden. Und das ist eigentlich schon eine der wichtigsten Aussagen, die ich heute treffen möchte. Jeder empfindet Krisen unterschiedlich. Das heißt, wenn wir jetzt die Dynamik sehen im Außen zwischen Peaks ja, Peaks nein, das ist diese, dass die einen reden von der großen Diktatur, die anderen sagen, ja, die spinnen ja alle, wir sind ja sowieso alle frei und wunderbar. Also man sieht, diese Meinungen gehen ja ganz extrem auseinander, gerade bei diesem wunderbaren Thema, in dem wir uns alle befinden. Und warum ich heute darauf eingehe, ist ein persönlicher Anlass. Ich möchte dich heute teilhaben lassen an meinem Horoskop. Und jetzt kommt gleich einmal etwas, das ich dir verraten möchte. Ich persönlich schaue ja bei mir weniger nach im Horoskop. Ich nutze das eigentlich mehr dazu, wenn mich irgendwo der Schuh drückt, dass ich mir mal drauf schaue und sage, okay, woran könnte denn das liegen? Und mich drückt relativ wenig der Schuh. Also ich bin da sehr privilegiert oder schätze mich da auch eigentlich sehr glücklich, dass ich sagen muss, okay, mir geht es eigentlich grundsätzlich gut, aber mir ist es jetzt in letzter Zeit nicht gut gegangen. Ich habe Druck gespürt, ich habe Stress gespürt und das ist völlig okay, das darf schon mal sein, aber mich hat es dann einfach interessiert, wo kommt denn dieser Stress her? Ja, und dann habe ich eben bei mir so im Horoskop geschaut und auf was ich gekommen bin, komme ich dann gleich. Denn der Punkt von diesem Video ist ja letzten Endes auch der Vergleich von jemandem, der so ähnlich denkt wie ich. Eine liebe Freundin, die denkt sehr ähnlich wie ich in der Grundeinstellung. Ja? Also die hat dieselbe Einstellung jetzt zu dieser Krise, ähnliche Herangehensweisen zu dieser ganzen Thematik. Und der geht's gut und ist relativ entspannt. Die hat sich früher viel, viel mehr geärgert und ärgert sich momentan überhaupt nicht über das, was passiert und wie alles so läuft. Und ich empfinde da einfach so einen gewissen Druck drauf. So, keine Angst, da kommt jetzt keine negative Prophetie. Es geht mir nur darum, dass du mal erkennst, wie können denn Krisen wirken und wie werden die individuell wahrgenommen. Und dazu möchte ich dir jetzt gleich mal so meine aktuellen Transite zeigen, so beim Horoskop. Also das ist jetzt so mein aktuelles Horoskop und man sieht, ich habe ja da oben, wo ich so diesen Pinkel habe, ich habe da so einfach so diese Ballung zwischen Sonne, Uranus, Merkur, alles da so im 10. Haus oben und genau da drauf auf meinen Mars und auf meine Venus habe ich eine Konstellation im Quadrat und das ist das da unten im Steinbock. Ich habe das ja im Weihnachtsvideo schon gesagt. Das ist diese Venus-Pluto-Konjunktion. Und die habe ich genau im Quadrat zu meinem Mars und meiner Venus. Und ich habe ja schon gesagt, das ist so die Einschränkung, die Schändung des Körpers. Ja, also auch diese ganze Pieksen ja, Pieksen nein, wird das jetzt verpflichtend und sonst was. Also das ist ja so diese Thematik, die habe ich ja schon im Black Christmas Video angesprochen. Und genau die drückt jetzt da auf meine Venus und auf meinen Mars. Und meine Venus ist ja eigentlich sehr, ja, harmoniebedürftig, sage ich jetzt mal. Das heißt, noch dazu mit Waage Venus, also sehr ästhetisch, möchte einen Ausgleich, möchte da keine Extreme. Und jetzt macht das extremen Druck auf mich. Das übt also Druck auf mich aus. Noch dazu eben der Pluto auch noch einmal drauf auf meinen Mars. Und das macht einfach so ein bisschen so eine Unruhe, so einen Druck rein. Ist natürlich alles nicht für ewig.
Und es ist nur gut jetzt, dass ich schaue mir da so das Horoskop an und sage dann, okay, gut, da läuft momentan so diese Konstellation und das ist ja völlig, das ist ja okay, das ist mal so, also man hat ja mal bessere Zeiten, mal ein bisschen schlechtere Zeiten, aber grundsätzlich ist das so diese Hauptthematik, die da jetzt läuft bei mir im Horoskop. So, und wie gesagt, wie nehme ich das wahr? Wie nehme ich dieses Venus-Pluto wahr? Das nehme ich als Unruhe, als Druck, als ein bisschen Beklemmung wahr. Wenn man dann immer gefragt wird nach einem gewissen Gesundheitsstatus. Nicht einmal, ob bist du gesund, wie geht es dir denn, sondern dass man nur mehr fragt, bist du gepikst oder bist du nicht gepikst. Und dann gibt es gleich verschiedenste Agenden dafür oder dagegen, also völlig gaga alles. Gut. Und witzigerweise, ich wurde ja angesprochen jetzt in letzter Zeit immer so, ja, verleugnet die Esoterik jetzt die Wissenschaft oder so, also was ja absoluter Blödsinn ist. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Radix von dieser lieben Freundin von mir an. Wenn du dir das anschaust, das ist ja jetzt verglichen mit meinem, so, ich zeige dir noch mal meinen, ja, siehst du das, dieses dicke Rote, diesen Krieg der Sterne da momentan, den ich da fast habe. Und verglichen mit dem ist es ja da relativ leichter, sind das leichtere Herangehensweisen. Und du siehst diese Venus-Pluto-Thematik da im Steinbock unten, die macht da nirgends eine Konstellation hin. Das heißt auf gut Deutsch, das triggert da meine Bekannte, meine Freundin überhaupt nicht. Ja? Also das geht ja momentan total am, Entschuldigung, Arsch vorbei. Da hat sie keine Resonanz dazu. Und bei mir klingeln da halt alle Glocken im Vergleich dazu. Ne? Also das ist dann noch einmal hier mein Radix. Also da ist gleich alles Alarm, Alarm und alles furchtbar und schrecklich. Und bei ihr im Vergleich ganz, ganz locker, ganz easy peasy. Und was sie allerdings hat, sie hat einen Merkur-Transit auf Saturn im zweiten Haus und das heißt, sie hatte neulich eine Halsentzündung. Ja? Also Merkur-Kommunikation im Körper plus Saturn, also da ist eine Einschränkung einfach gewesen im Halsbereich und das ist ja dann auch schon mal ganz spannend. Sind halt gerade ihre Themen gewesen. Aber du siehst, und auf das möchte ich hinaus jetzt astrologisch, es gibt Zeiten, die manche als extrem herausfordernd und als extrem beunruhigend empfinden und andere sehen das überhaupt nicht so. Und ich möchte nochmal einen Appell an dich richten, gerade weil zu Weihnachten, wie gesagt, da ganz viel Spannung wieder zusammenkommt und Familien kommen zusammen und da kann es dann schon mal krachen. Halte dir vor Augen, jeder hat eine andere Wahrnehmung und jeder lebt buchstäblich in einer anderen Welt. Das heißt, es gibt nicht eine Wahrheit, eine Lösung, eine Wirklichkeit, sondern es gibt zumindest so viele Lösungen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und jeder, der sagt, da gibt es doch diese eine Lösung und das ist erledigt, und die passt für wen anderen vielleicht nicht, dann ist das völlig in Ordnung und völlig haltbar. Aber es geht nur darum, dass du das mal erkennst. Und gerade das, was dir vielleicht am meisten Angst macht oder dich am meisten beunruhigt, ist für andere eigentlich überhaupt kein Thema. Und das wäre so die Essenz aus diesem Video. Wir haben zwei Horoskope verglichen aus aktuellem Anlass. Und ich wollte dir das einfach noch einmal zeigen und dich da teilhaben lassen dran, weil wir uns so schlecht verstehen und vielleicht bietet uns da die Astrologie eine Möglichkeit an, uns besser zu verstehen. Ich habe durch die Beschäftigung mit der Astrologie gelernt, Menschen wahrzunehmen und zu erkennen, es gibt Typen, die sind ganz, ganz anders als ich. Und das konnte ich früher nie so verstehen, weil ich mir immer gedacht habe, das gibt's ja nicht. Verflixt noch einmal. Ja, wie kann man das nicht so sehen wie ich? Wie kann man so wahrnehmungsgestört sein? Und das sind eigentlich genauso diese Fragen, die sich viele jetzt auch stellen in Bezug auf ihre Mitmenschen. Und jeder erlebt, wie gesagt, diese Wandlung, diese Krise ganz anders und auf eine andere Art und Weise. Und das ist alles völlig okay und haltbar und niemand ist hier der Böse. Lass dir nur nicht einreden, es gibt jemanden Bösen oder es meint jemand Böse mit dir. Es ist jemand dir negativ geneigt. Also
ich rufe dich oder ich lade dich da ein, gerade zur Weihnachtszeit einen Vertrauensvorschuss zu generieren, auch wenn es schwer fällt, ja? Auch wenn man schon sehr geladen ist, auch wenn man sehr gereizt ist, denn die Reizung liegt in der Luft. Die Reizung liegt gerade jetzt in dieser Zeit wahnsinnig in der Luft und deshalb bleib bei dir, schnauf durch, keiner will dir was Böses und versuche möglichst gelassen zu sein. Und ich bin in meinem tiefsten Inneren davon überzeugt. Ich habe schon gesagt, auch im Black Christmas Video, ich werde es wiederholen, ich bin davon überzeugt, dass es keine Peaks-Verpflichtung geben wird. Das ist alles momentan eine Riesenblöfferei und wir sollten uns da jetzt nicht so sehr darauf versteifen. Weder in die Richtung, ja endlich, dann kann das jeder machen, was ich auch schon gemacht habe, noch die sagen, das ist ganz furchtbar und ist ein Rieseneinschnitt in die Privatsphäre. Okay, das war's für heute von meinem Astrologie-Impuls her. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen was verdeutlichen können. Und wie gesagt, die Horoskope waren am selben Tag, sind die gemacht worden, dieselben Transite, nur sie wirken absolut individuell. Und das ist das Spannende beim Horoskop. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich auf deine Kommentare. Tschüss, eine schöne Zeit. Dein Oliver Ereny aus Linz.